Alright, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Sage. Wir sind immer noch in der Minenhöhle. Wir sind hier reingegangen, weil wir eine Antwort auf Eis-Pokémon haben wollten. Weil wir haben zwei Optionen. Entweder diese Minenhöhle, wo wahrscheinlich Gestein-Boden-Pokémon sind, oder eine Eishöhle, wo obviously Eis-Pokémon sind. Ich habe unsere Pokémon ein bisschen trainiert. Reese's habe ich eben gerade erst bemerkt, ich habe vergessen, da ein Z am Ende zu machen. Einfach gefroht. Pokémon darf ich nicht mehr benutzen, Kappa. Mars ist jetzt Level 7. Hat das irgendeine neue Attacke gelernt? Quick Attack. Dann Cornflakes, Level 10 kennen wir. Muffins, Level 8, nichts Neues gelernt. Reese's, Level 6, nichts Neues gelernt. Benz ist tatsächlich ein neues Pokémon, ein neuer Encounter, den ich in der Höhle hier getroffen habe. Ist ein Unlicht-Pokémon. Eigentlich ziemlich cool. Wesen mal wieder, man kennt ihn. Aber wir haben Quick Feed, was mega nice ist. Erhöht unseren Boost, unseren Speed, wenn wir an ein Statusproblem leiden. Eigentlich ziemlich cool. Leider noch keine Unlicht-Attacke, aber er ist auch noch Level 5. Das war's im Großen und Ganzen. Und Benz jetzt nicht wegen Mercedes-Benz oder so, sondern wegen Onkel Benz eigentlich. Aber natürlich mit Z. Deswegen sieht's aus wie Mercedes-Benz. Aber ihr wisst, was ich meine. Onkel Ben ist eigentlich der Reis. Und das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber der Typ auf der Packung ist auch dunkelhäutig. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich bin so bad, habe ich bemerkt. Holy shit, Mann. Ich sollte einfach mal googeln, weil es ist ja eh ein Oldschool-Chill-Let's Play. Ich sollte einfach mal googeln in der Zeit, anstatt irgendwelche Kacknamen zu verteilen. Na gut, alright. So, wir haben hier noch einen Pokéball und haben Paraheiler. Sehr schön. Und ich habe das Ganze jetzt auch nochmal leise gemacht, das Game. Also im Mixer selber, overall. Fällt mir erst nach 3 Folgen auf. Pork an dieser Stelle. Aber ich glaube, vom Soundlevel her sollte es jetzt passen. Ich habe mich auch nochmal minimal im Mic lauter gemacht. Also mein Mic. Ich hoffe, das overpeakt jetzt nicht. Also, ne, dass ich übersteuere. Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe aber nicht. Wir werden es nach der Aufnahme nochmal sehen. Ich habe halt nicht leider so extrem die Zeit, alles perfekt zu machen, wie ich das normalerweise mache. Weil ich ja, wie bereits gesagt, vorproduziere für die nächsten 2 bis maximal 3 Wochen, weil ich sehr, sehr viel Stress haben werde die nächsten Wochen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt streamen kann. Das ist auch noch ein Fragezeichen. Und deswegen nehme ich so viel im Vor auf. Weil ich nicht möchte, dass der YouTube-Channel da drunter leidet, weil YouTube ist so gesehen meine Hauptplattform. Es macht mir am meisten Spaß, Videos zu produzieren. Manche machen halt Livestreams mehr Spaß oder so. Keine Ahnung, ich finde Videos an sich geil. An sich haben auch Videos den mega Vorteil, dass man sie immer anschauen kann, wann man möchte. So, weil sie immer da sind. Man muss nicht wie bei einem Livestream dann am Start sein, wenn der Livestream aktiv ist gerade, ne? Ja. Alright, also. Gut geschnackt. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen hier. The tracks are safe to walk on, but it's a lot more fun to ride in the carts. Don't let my boss know I told you that. Warum sagst du es dann überhaupt ein Kind? Aber cool. Der Sprite ist cool. Meiner Dean. Auch sein Pokémon hat direkt diesen Koppeln, ha? Hat ja dann, Käferschwäche. Aber ich glaube, unser Käfermon ist gerade ziemlich angeschwächt, oder? Oder war Mars angeschwächt? Mars war angeschwächt. Reese ist auch. Problem ist, er hat sich schon gebufft. Und okay, er macht 6 Schaden. Wir sollten ihn outdamagen jetzt eigentlich, dadurch, dass wir plus 2 sind. Er ist aber schneller. Wir outdamagen nicht. Er ist selber plus 2. Komm, Crit. Schade, alright. Wir gehen in Cornflakes. Können gleich nochmal heilen gehen, ey. Das ist gerade. Natürlich crittet er uns. Natürlich. Warum denn auch nicht? Alright, dann machen wir einen Absorb. Vielleicht bringt uns das ja auf Level 11. Wir brauchen unbedingt Mega-Absorber. Ich sag, wie es ist. Absorb bringt es einfach nichts. Das bringt es nichts.
62 Experience und dann 37. Cup Zero. Das könnte schon Eisattacken, aber ich glaube nicht, weil wir hatten bereits schon eins gekämpft und das war Level 7 in der Eishöhle und das hier ist gerade mal Level 6. Deswegen glaube ich, sollte es nur Scratch haben können. Yep. Alright, komm, Max Roll. Max Roll oder Mid Roll, eins von beiden. Es ist down. Alright. Dann kriegen wir ein schönes, saftiges Level Up. Und dann nutzen wir mal den Schalter. Das hat irgendein Card umgelegt oder so. Ich würde aber vorher nochmal ins Pokémon Center gehen, um uns zu heilen. Sieht nicht so prickelnd aus gerade. Let's go, Bands. Ach, es hat Arena Trap, ne? Egal, dann gehen wir Muffins. Es hat Arena Trap, ne? Wir machen den Leer. So geil. Wir flüchten. Ah, es hat Arena Trap. Dann gehen wir Muffins. Ah, es hat Arena Trap. Ey, ich bin so intelligent. Hi. Ich bin der Pokémon spielt. Crit ist aber okay. Ich hätte hier nicht rausgehen können und einen Trank möchte ich nicht verschwenden. Ja, ich bin. Könnte in Mars gehen, aber Mars wird es, glaube ich, nicht one-shotten. Dann gehe ich einfach in Muffins. Muffins könnte es one-shotten. Tut es auch. Und damit ist Muffins Level 9. Fast so hoch wie unser Starter. Alright. Dann gehen wir einmal heilen. Alright, nimm meine Pokémon, Schwester Joy. Heil sie. Danke, danke, danke. So, Bands war, glaube ich, ganz vorne, ne? Meine ja. So. Haben wir eigentlich einen Repel, also einen Schutz? Den würde ich ganz gerne jetzt benutzen, aber ich glaube, Bands ist auch zu low life. Ja, Bands ist leider zu low life, der würde uns nichts bringen. Aber vielleicht haben wir ja das Glück und kommen nochmal so durch. Muss ich den Schalter nochmal umdrehen, weil der ist wieder auf der anderen Seite, also auf der linken Seite. Stretch. Ah, wir machen echt wenig Schaden. Er macht immer 5, ne? Kannst du bitte damit aufhören? Danke. Jetzt sind wir plus minus 0. Ist aber okay, ist eine Free Turn. Und wir machen echt keinen Schaden. Aber wir machen echt keinen Schaden. So, dann einmal packen. Ah, Mann. So. Ey, das ist echt krass. Das sind wilde Pokémon, so gesehen, im Startgebiet. Und die drücken uns so einen Schaden, ey. Das zeigt halt auch entweder, wie schlecht die Pokémon sind, die wir gefangen haben. Oder dass die Pokémon an sich einfach ultra stark sind. Eins von beiden. Ich denke aber wahrscheinlich, das Erstere trifft eher zu, dass unsere Pokémon relativ irre sind. Ich benutze meinen Potion. Mars. Und auf Benz. You sure have come far, kid. I hope you have a way out. Oh, hier hört die Höhle auf, tatsächlich. Okay. Aber warum legt man dann den Schalter um? Ah. Schwierig. Ich habe keine Ahnung, warum. Alright, wir machen plus 1 genauso viel Schaden wie das Pokémon auf neutral. Naja, wir machen sogar weniger Schaden. Das ist echt unfassbar. Das ist echt unfassbar. Alter, wie viel Schaden machen die denn, Mann?
Ah, Fangames in a nutshell. Fangames in a nutshell, I guess. Keine Ahnung, ich will auch nicht wegtilten, aber ey, das ist doch... Mein Gott. Ja, das ist echt... Krass. Das ist echt krass. Sandtomb. Können wir eigentlich gegen Stringshot machen, weil Stringshot eh nichts macht. Sandtomb ist auch Stab. Von daher... Minarak. Hat auch Arena Trap, ne? Deswegen machen wir einfach mal. Er wollte auch Sandtomb machen. Und wir beide missen einfach. Wir sind so gut im Pokémon, dass wir beide einfach missen. Nice. Der Kampf kann jetzt wahrscheinlich 7 Jahre dauern. Mach mal ein Leech Life. Obwohl vielleicht ein Scratch oder Rapid Spin besser wäre, aber ich will mich halt heilen. Was ist das denn für ein Kampf, Mann? Also ein Crit oder so nehme ich sehr, sehr gerne an. Das ist echt... Das ist echt ein Kampf, ey. Weiß nicht, ob wir einfach extrem unlucky sind im Early Game der Nuzlocke. Weiß es nicht. Wir missen Leech Life. Hä? Wie kann man Leech Life missen? Oh mein Gott, 1 HP. Und wir sterben durchs... Oh, Junge, ey. Ich muss mich so zusammenreißen. Mich wirklich, also... Ich sag einfach gar nichts, bevor ich wieder was Falsches sage. Aber... Das ist, naja. Gut. Keine Ahnung. Ich will eigentlich aktuell nicht mal wissen, was der Schalter gebracht hat. Ich will hier einfach nur raus, Pokémon heilen und in die Eishöhle oder so. Ich will jetzt mal Progress machen. Das hat mich gerade echt, das hat gerade meine Laune, also, komplett runtergezogen. Es ist auch einfach so unnötig, so. Naja, gut. Ein Penglyph. Die Schaden machen wir wahrscheinlich 2, ne? So ungefähr. Es ist auch, finde ich, also ein Tipp, meiner Meinung nach, ziemlich kontraproduktiv, wenn man nur schwache Pokémon, Anführungszeichen schwache Pokémon, an Anfang fangen kann, die alle die gleichen Attacken können. Peck, Scratch, Tackle und was weiß ich nicht alles. Und gefühlt jedes zweite Pokémon, egal ob Wild oder Trainerkampf, Härtner gibt. Ziemlich kontraproduktiv, also... Das hat nichts damit Schwierigkeitsgrad zu tun, das ist einfach nur nervig. Glaube ich. Da sage ich nichts Falsches bei, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen tilted bin. Aber ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Wir lernen Taunt. Okay. Ja, ist okay. Oh, haben wir hier vielleicht Items? Jawohl, repeltenden Schutz, okay. Und hier haben wir nichts. Hier haben wir einen Trainer. Oh, hier. Oh.
Trying to punch through the stone is like trying to punch through my rock hard abs. Ich dachte gerade, er würde tatsächlich rock hard cock sagen. For real. Alright, wir haben einen Hearthstone. Gesteinsattacken werden geboostet. Ist das nicht der Dieb? Hey Punk, which way are you going? You're lucky I have places to be, or I will teach you some respect. I better not see you again. Okay. Gut. Warum will ich da noch nicht mal lang gehen? Wir gehen mal oben lang. Wieder ein Peng-Liv. Wir machen einfach zu wenig Schaden. Ja, an was gehe ich denn? Eisschwäche und Skittles, ja, macht halt nichts. Mach mal einen Haul. In der Hoffnung, dass der Härtner drückt. Heck. Er macht jetzt nicht so viel Schaden. Scratch. Und das war ein sehr, sehr schöner Crit. Endlich mal. Alright. Let's go, Onkel Benz. Ock. Die Experience ist, ja. Da haben wir einen Trainer. Da ist auch noch ein Trainer. Alright. Allison, ein Pokémon. Auf Level 9. Ich mach mal einen Lia. Okay, er macht nicht so viel Schaden, zum Glück. Wir hauen aber seine Defensive runter. Oh Gott. Okay. Wechsel aus. Er ist minus 2. Ich könnte einen Reese's gehen. Nur eine Eisattacke tut sehr, sehr weh. Oder ein Pack. Und wir sind wahrscheinlich langsamer, oder? Safe. Komm, überleb. Ach, ey. Ich, alles gut. Okay. Ist alles fein. Easy noch winnable. Erst minus 2, by the way, wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Sind wir in einem Speed-Tie? Okay. Good. Alright, wir sind Level 10 mit Muffins. Okay. Reese ist jetzt gestorben, ist unlucky, aber naja. Letzte Big Boulder. Okay, pushen können wir noch nicht, dafür brauchen wir Stärke. I'm a hiker. What I'm doing inside a mountain? Das müsstest du mir vielleicht beantworten. Maybe. Steffen? Koblin. Hat seinen Unlichtmon rausgeholt. Okay, heißt die. Howl. Er ist schneller als wir. Oder ist es ein Speed-High? Aber ich kann mir vorstellen, dass er schneller ist, weil wir ein Minus-Speed-Wesen haben, leider. Das heißt, wir taunten einmal. Oh, plus 2, ha? Huh? Okay, plus 2 macht nicht so viel Schaden. Oh. War das zu greedy? Ah, es war zu greedy. Außer wir critten. Schade. Alright. Dann gehen wir in Cornflakes. Macht eigentlich okay einen Schaden. Ich hoffe, wir kriegen mit 14 oder so mega absorber. 14 oder 16, wenn wir uns entwickeln. Das wäre richtig nice. Alle Absorber ist wirklich irgendwie nur für die ersten 2-3 Level oder so gut. Was halt sehr schade ist. Aber naja. Gut. Erstes Pokémon down. Benz erreicht Level 8. Heblosa, ja, da kommen wir, glaube ich, einfach drin bleiben. Oder gehen im Mars gleich raus wegen Sand Attack.
Blick. Auf eine Geister. Hä? Das ist so random. Manche Attacken sind echt random, oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Ja gut, wir bleiben dann drin. Nur noch ein Scratch. Und er ist tot. Sehr schön. Sollte, glaube ich, nicht so viel Experience geben, oder? 122, doch. Almost ein Level. Damn, okay. Und Fitness Super Potion. Huge. Alright, guys. Aber ich würde sagen, wir gehen noch eben hier raus aus der Höhle. Hier ist auch ein Cup Zero. Level 7 sogar. Ich bin mir sicher, der Crit hat nicht gemattert, aber dass es schon wieder einfach ein Crit ist, ist halt krass. Also die Crit-Rate ist halt wirklich extremst. Wir haben zwei tote Pokémon, wir müssen eh ins Pokémon Center. Egal, ich würde sagen, wir speichern hier eben. Das war es auf jeden Fall auch wieder für die heutige Folge Pokémon Sedge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mod. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.